Nachdem die Tarifverhandlungen bei der Telekom festgefahren waren, gab es am Freitag auch Warnstreiks bei der Telekom in Zwickau. Die Telekom hat ein hervorragendes Ergebnis eingefahren, auch so die Statements von dem Finanzvorstand Eick und von Obermann letztes Jahr zur Ausschüttung der Dividende. Die Kollegen haben seit 2007 keine Entgelterhöhung mehr gehabt. 2009 steht sogar aufgrund von Sanierungsmaßnahmen eine Entgeltabsenkung eigentlich ins Haus. Die wollen wir verhindern. Wir wollen den Reallohnausgleich schaffen. Die Inflationsrate war ja sehr hoch. Wie gesagt, die Telekom hat das, hat die Möglichkeiten, die hat das wirtschaftliche Ergebnis. Und deswegen stehen wir heute hier, weil in der dritten Verhandlungsrunde sich nichts bewegt hat und wir jetzt Druck reinbringen müssen. Ansonsten steht in der vierten Runde wieder kein verbessertes Angebot zur Debatte. Die Dividenden stiegen laut Verdi 2007 um 16% und 2008 nochmal um 8%, die Löhne nicht. Deshalb fordert die Gewerkschaft eine Gehaltserhöhung von 8,5% bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Um die unteren Einkommensgruppen stärker anzuheben, sollten die Gehälter dabei um monatlich mindestens 220 Euro steigen. Sollte diese Forderung nicht erfüllt werden, geht es in eine neue Runde. Also wir hatten die dritte Runde ohne Ergebnis. Wir haben Ende des Monats dann die vierte Tarifrunde, die vierte Verhandlungsrunde, in der Hoffnung, dass der Druck ausreicht, ein besseres Angebot zu bringen. Ansonsten geht es dann im März in die Schlichtung und dann muss man sehen, was dabei rauskommt. Ob es zu einer Einigung kommt, ist derzeitig noch nicht bekannt. Jedoch kann es durchaus sein, dass auch die Telekom-Kunden den Arbeitskampf anders als am Freitag zu spüren bekommen.